Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Endlich ist es soweit, die Dark Ride Challenge hat ein Ende gefunden und wir dürfen heute natürlich das erste Interview starten mit der lieben Chrissy, die für uns auch einen Dark Ride Part gemacht hat. Er heißt Geisterstunde, wie im Hintergrund zu erkennen, und sie ist natürlich auch mit dabei und du darfst gerne mal Hallo sagen. Servus! Ja, hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir dieses Interview zu führen. Und als allererstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du bei uns mitgemacht hast und dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, hattet ja tatsächlich 4 Monate Zeit, aber die hast du ja nicht benötigt. Du warst ja recht zügig fertig gewesen mit deinem Park. Und und wenn ich mir den Park, als du mir den Park gestern dann geschickt hast, ich dachte mir, hallo, okay, das hast du in, ich weiß gar nicht, wie lange du gebraucht hast, 2 Monate? Ja. So ungefähr. Ja. So war ungefähr, gell? Ja, 2 Monate, ja. Also ist ja schon eine wahre Kunst, was du hier gemacht hast. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja. 10 Teilnehmer haben am Anfang mitgemacht. 2 haben ja leider abgesagt währenddessen und 5 haben abgegeben, 3 leider nicht, und deswegen wird das Rennen durch euch 5 wird sich dann herausstellen, wer diesen tollen Pokal gewinnt von 7 Cents. Ich denke mal, du hast sehr viel zu erzählen zu diesem kleinen, süßen Dark Ride. Und dann kommen wir doch direkt mal zu meiner ersten Frage. Was ist deine Geschichte zu diesem Dark Ride? Geschichte? Es gibt eigentlich gar keine Geschichte. Es war Dark Ride. Oh. Ich liebe Dark Ride. Einfach Dark Ride gebaut. Ich durfte TMTK benutzen, wie ich will, also habe ich ganz viele reingehauen, und ich liebe Auslöser, also ganz viele Auslöser, und der Rest war eigentlich ein Selbstläufer. Ja, okay. Wir haben ja schon mal den Asylum Horror von dir auch gezeigt bei uns. Allerdings, es war ja eigentlich so ein Indoor-Mini-Park, ne? Mhm. Mehr oder weniger, so ein richtiger Dark Ride war es nicht. Aber Enchantia haben wir ja auch gezeigt. Da war ja auch ein richtig toller Dark Ride dabei. Da war ich auch sehr fasziniert von, muss ich wirklich sagen. Also ich bin guter Dinge hier bei diesem Ding. Ja, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ja, ich glaube auch. Und dieses Thema jetzt hier, was wir jetzt hier sehen, Geisterstunde, inspiriert dich das? Magst du das sehr, dieses düstere, gruselige, oder findest du den Stil einfach toll? Oder was hat dich denn dazu inspiriert, sowas zu bauen? Ich liebe Horrorfilme, ich liebe Stephen King zu lesen, also ist das halt naheliegend, sowas zu bauen, ne? Ja, das sieht man dir direkt an, wie allein schon der Baustil, auch die anderen Dark Rides, die du schon gebaut hast, das sieht man. Das sieht man, dass du das magst, und das spiegelt das wieder. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Das ist wirklich schön. Aber noch zu der anderen Frage, was ist denn, oder was war denn für dich das Schwierigste jetzt an diesem Projekt? Woran hast du so gedacht? Ich meine, du hattest eigentlich hattest du gar keine Probleme bei dem Parkbau, oder? Eine Hülle rumzupacken. Also ich wollte ja diese, wie man vielleicht sieht, so eine Art Stadt drumherum bauen. Ja. Um dieses Ganze irgendwie zu verpacken, erstmal in ein Gebäude, weil ich ja einfach drauf losgebaut hat, und das war erstmal so ein Gebäude darum zu kriegen, was einigermaßen passte, um da irgendwie eine Stadt rumzubauen, das war nervig. Ja, das glaube ich. Es ist, und vor allem das Verpacken, ne, dann am Ende, dass alles auch wirklich so versteckt ist, ne? Ja. Das glaube ich dir. Hast du eigentlich schon beantwortet? Jetzt wäre so meine Frage gewesen, wie fandest du allgemein diese Challenge? Also Dark Ride ist dein Ding. Da hast du dich schon sehr gefreut, dass es eine Challenge gibt, über was mit Dark Ride zu tun hat. Und da gibt es ja gar nichts mehr so viel zu sagen, hast du ja schon erwähnt.
Ja, haben 4 Monate Bauzeit für dich gereicht? Ja, haben sie. Diese Frage ist damit auch schon geklärt. Das ist ja wunderbar. Also ich habe 10 Stück, ich habe 10 Fragen vorbereitet. Davon sind schon einige vorab. Also ein Monat wäre knapp geworden, aber. Ja, ein Monat wäre klar. Nee, ich wollte bewusst viel Zeit geben. Ich denke mal, 4 Monate sind auch vollkommen ausreichend gewesen. Aber ja, bei dir hätten es auch 2 getan. Ja. Gut, die 6. Frage hast du natürlich auch schon beantwortet, weil das ist Wahnsinn. Ich, ja. Ob ihr genug Freiheiten hättet, ja, wie zum Beispiel halt TMTK-Teile, war das okay so? War der Platzbedarf genug oder war das zu klein gewesen? Hättest du dich gerne vergrößert noch? Ich denke aber. Na, bei der Größe, da hätte man ja nach oben und unten noch weitergehen können. Also. Genau, das hatte ich ja gesagt, ne? Das wäre ja kein Thema gewesen. Nach oben und unten könnt ihr, wie ihr wollt. Allerdings nur nicht nach vorne, hinten oder zur Seite weg. Ja. Genau, nee, aber ist ja komplett gelungen. Also ich weiß ja nicht, wie lang dieser Dark Ride geht. Aber dazu kannst du mir gleich noch kurz was erklären. Und dann würde ich nachher schon deinen Park aufnehmen. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf, ja. Ja, vor allem, ob man die Pre-Show auch versteht, also weil man ja keine Customer Voices benutzen konnte. Ja, ja. Musste das ja jetzt alles über die Sounds über Planet Coaster laufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das wäre wieder so zu der Frage 6 gewesen, ne? Ob ihr genug Freiheiten hättet. Also ja, ich meine, wenn man Musik, nicht irgendwie die Herausforderung hat, dann bringt es ja auch keinen Spaß. Ja, das stimmt allerdings, ne? Und eigentlich war es sehr wenig Herausforderungen, also ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Also ich war sehr, sehr genügsam. Ja, wenn man so sonst so mit TMTKs, also ich habe da Sachen reingebaut, da denke ich mir auch so, naja. Ich bin sehr gespannt. Ich muss auch sagen, dein Pack hat am längsten geladen, aber den habe ich auch als erstes geladen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die anderen auch schon, ob die auch dieselben TMTK-Teile runtergeladen haben. Oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die anderen Rauchmelder gebraucht haben. Okay. Die man wahrscheinlich überhaupt nicht sieht, aber. Ja, okay. Gut. Ich bin mal gespannt. Gut, ich denke mal, wenn wir eine weitere Dark Ride Challenge machen würden, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie du zu Planet Coaster 2 stehst. Ja, auf jeden Fall ausprobieren, ne? Hört sich interessant an. Ja, ich denke auch, dass, ich meine, jedes Spiel braucht so seine Zeit, bis es mal so vollständig entwickelt worden ist. Ich meine, wenn wir mal überlegen, was wir heutzutage mit Planco 1 in die Wege leiten können, ja, siehe hier die Dark Ride zum Beispiel, ist schon Wahnsinn. Ne? Ja. Ja, also natürlich wollen wir bei Planco 2 eine weitere Challenge machen, allerdings wollen wir dem Spiel erstmal noch ein Jahr Zeit geben und dann gucken, was so an TMTK-Teile mittlerweile dann für Planco 2 da wären. Aber ich denke mal, da würdest du gerne bei uns wieder mitmachen, oder? Auf jeden Fall. Ja, super, das freut uns doch sehr. Ja, es haben sich viele auf diese Challenge gefreut auch und wollten auch schon im Discord wissen, oh mein Gott, was haben die alle gebaut? Ja, ihr habt euch alle ziemlich gut zurückgehalten und keine Spoiler geliefert. Fand ich auch sehr klasse, weil für uns war es natürlich auch so ein Ding. Wir wussten ja auch nicht, wie weit ihr seid, ob alles klar läuft und was auch immer. Aber irgendwie habt ihr es doch irgendwie im Hintergrund geschafft, irgendwas zu zaubern, ja. Ja, ich habe ja auch keine Bilder mehr gepostet, weil auch kein anderer mehr Bilder gepostet hat. Nicht? Ja. Ja, nee, das auch nicht. Ja, die Konkurrenz schläft nicht, ne? Oder wie sagt man? Genau, da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, ja, nicht, dass man zu viel verrät, ne? Aber hattest du denn, ja, also ich denke mal nicht, dass du sie hattest, aber hattest du so ein paar, oder wurdest du nervös, als dann manche Leute gesagt haben, ja, ich freue mich schon und dies und jenes, aber ich denke mal nicht, ich denke mal, das ist ja nicht dein erster Contest, den du so jetzt mitmachst. Ja, ist das eigentlich eh auch wurscht, ob man gewinnt oder nicht. Ich freue mich, wenn die Leute sich die Sachen angucken und denen das gefällt.
Ja. Und Ja, mehr hast du ist doch das auch schön. nicht. Ne? Ja, hast du doch schön gesagt. Sehr schön. Gut, dann ist das schon vorbei, die Fragerunde. Dann haben wir ja schon vieles beantwortet und gut, gehen wir jetzt ein bisschen näher in deinen Park ein. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erklären. Also ich habe es im Endeffekt schon verstanden. Ich werde auch jetzt nichts machen, sondern ich muss hier auf Start drücken. Genau, damit die Tür sich öffnet, weil bei der Pre-Show sich die Türen öffnen und schließen und da Planko irgendwie so blöd ist und ich sag, am Ende öffnet sich die Tür. Aber wenn ein Auslöser dran hängt, schließt er die halt am Anfang. Habe ich das an Okay. den Auslöser für den Eingang gehängt, damit man sich die Türen einmal öffnen kann. Okay. Auf jeden Fall ist hier auch dann der Eingang zum Dark Ride, sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, was für ein Ride mich hier erwartet. Ist ja mal auch egal. Fürs Erste. Und ich denke mal, das würde ich alles nachher dann machen, wenn ich dann losgelegt habe. Das Tor öffnet sich und dann werde ich hier weitergeleitet, ja? Genau, und dann Einfach. kommst du da hinten, da siehst du schon so die Lichter. Das ist die Halle für die Pre-Show und da ist auch noch mein Auslöserknopf, der denn. Okay, also du hast Auslöser überall hingestellt, wenn irgendwas ist. Genau, da steht dann auch Play Me dran. Okay, ach super. Ja gut, das ist ja einfach, das ist ja kinderleicht. Das kriege ich hin. Ist für Dummies gebaut. Genau. Für jeden einfach gemacht. Genau. Nee, ja, super, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ich freue mich und bedanke mich nochmals sehr herzlich bei dir, dass du bei uns mitgemacht hast. Und ich freue mich schon darauf, deine Geisterstunde präsentieren zu können und zu dürfen. Ja, magst du noch irgendwas sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen, nein. Du hast nichts mehr zu sagen. Okay. Also, das Interview ist jetzt gelaufen. Eine Stunde nach diesem Interview wird der Dark Ride online sein bei unserem Kanal. Das dürft ihr natürlich nicht verpassen, wenn ihr jetzt erst dieses Interview gesehen habt. Müsst ihr auf jeden Fall gleich in diesen Dark Ride rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, ist komplett kostenlos. Auf Discord können wir uns auch folgen und lasst einen Daumen da. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonnieren.